Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute die Partie gegen Chess in Kampf um die Spitze dabei. Das Finale, was wir ausgetragen haben. Das Finale hat bereits schon am Montagmorgen stattgefunden oder Montagmittag. Und ich werde mit euch jetzt am Anfang die Runden anschauen, wie sie gelaufen sind. Werde so sagen, was ich dabei für einen Plan hatte, was ich vielleicht gut gemacht habe, was ich schlecht gemacht habe, Fehler passiert sind etc. Und am Ende will ich nochmal mit euch so ein kleines abschließendes Fazit machen und vielleicht auch nochmal über die ein oder andere Sache allgemein sprechen, so was man jetzt aus diesem Turnier wirklich raussehen kann. Vielleicht auch nochmal so über dieses Stats-Thema sprechen und so. Also da werden wir am Ende der Runden nochmal kurz drüber sprechen. Die erste Runde war der Pick von Chess, eine Bedchat. Das ist tatsächlich auf meinem Account der meistgespielte Panzer. Das war auch einer meiner allerersten Zehner. Am Anfang habe ich die Bedchat null verstanden und muss sagen, dass ich da eine extrem flache Lernkurve zu Anfang hatte. Irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich habe es dann früher oder später auch geschafft, die Bedchat dann irgendwann mal zu 3 Marken. Und mittlerweile ist sie bei mir so ein bisschen nach über 3000 Gefechten, die ich da drauf abgerissen habe, in Vergessenheit geraten. Kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu meinem Setup. Ich habe 10 APC und 20 AP auf meinem Hauptaccount. Wenn ich so random spiele, habe ich meistens eine andere Verteilung. 20 APC und 10 Heat. Hier wollte ich jetzt auf alles gefasst sein, weil wir auch keine Karten gebannt haben. Bedeutet, wir hätten genauso gut im 10er Only Battle auf einer Stadtkarte landen können. Und da mit einer Badger zu flankieren, ist immer ein bisschen ärgerlich. Wir sind auch hier jetzt in einem 10er Battle gelandet und haben jede Menge Stahl, 60 TP, zweimal EN100, 705 Alpha, Super Conqueror. Deswegen fand ich jetzt mein Loadout gar nicht so schlecht. Auf einer Karte wie Prokhorovka ist man natürlich eigentlich mit APC ein bisschen besser dran, aber trotzdem habe ich mich jetzt hier dazu entschieden, erstmal für die Heat zu gehen, falls wir Spots bekommen auf Heavies, dass wir da ein Magazin machen können. Wir sind beide jetzt auf diese Seite gefahren. Chess, weil er zum Hügel fahren wollte. Ich, weil ich jetzt hier erstmal vielleicht einen ersten Clip anbringen wollte auf die Panzer, die hier quer fahren. Und tada, keine Panzer, die quer fahren. Wir sind auch schon gespottet worden. Chess wurde auch gespottet. Wir sind beide davon ausgegangen, dass wahrscheinlich der EBR auf dem Hügel steht, uns gespottet hat. Und also aus meinem ursprünglichen Plan ist nichts geworden. Chess gibt da oben schon Schüsse ab, hat sich aber selber auch schon für 400 einen gefangen. Ich gucke immer rüber, ob er schon einen Schuss gemacht hat. Chess hat hier noch keinen Schuss angebracht, wenn ich das richtig gesehen hatte. Arti hat jetzt hier auch schon reingefappt. Also Chess schon 600 HP verloren. Und hier ist jetzt immer so, ich spiele gar nicht so gerne hier am Hügel, weil man halt die ganze Zeit auf Distanz snipen muss. Das war jetzt schon lächerlicher Schuss, Highroll, und dass wir dann auch noch oben die Kommandantenluke vom 60 TP penetrieren. Ich habe mich jetzt hier aber auch da sofort wieder dazu entschieden, hier wegzufahren. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, hier am Hügel zu spielen. Und der EBR da oben ist jetzt auch nicht unbedingt der Gegner, mit dem ich mich da anlegen möchte. Also ich bin jetzt hier in den Reload gegangen, habe gesagt, komm, den Hügel, da stehen schon genug Panzer von uns. Ich versuche in 1er-2er-Linie ein bisschen was zu machen aus der Mitte. Erstens kann ich von da Panzer wie den TVP hinten beschießen. Das einzige Problem, woran ich jetzt nicht so richtig gedacht habe, ist, wenn ich aggressiv in der Mitte spiele, mache ich natürlich auch die ganzen Heavys auf und spotte im Prinzip in dem Moment unfreiwillig für Chess. Das ist dann halt aber, denke ich, völlig in Ordnung, weil wir letztendlich, je besser unser Team performt, je länger die Runde dauert, umso mehr Chancen haben wir, beide Schaden zu machen. Von daher bin ich das Risiko gerne eingegangen, dass da auch der ein oder andere Schuss für Chess vom Hügel abfällt. Ihr seht das, Chess steht immer noch da oben, sniped hier runter, und ich wollte jetzt hier gucken, ob ich vielleicht für meinen Super Conqueror und mich selbst hier sowas wie den TVP da hinten aufmachen kann. Oder noch andere Panzer, die sich vielleicht auf der 1er-2er-Linie befinden. Ich will jetzt hier nicht direkt gegen die gegnerischen Heavies traden. Also Super Conqueror E5. Da will man jetzt mit der Badget nicht unbedingt rüber pieken. Steht aber auch schon 2-0 für uns. Chess hat gerade schon wieder einen Schuss gemacht. Und da, das ist natürlich jetzt sehr schön. 705 Alpha gespottet, TVP gespottet. Und jetzt kann ich hier
Bechet steht da vorne auch noch. Zwei Schuss schon mal auf den TVP angebracht. Der dritte geht auch rein. Und der Killshot trifft leider nicht. Und ich fange mir jetzt hier einen zweiten Schuss von der Bechet. Das war jetzt ziemlich ärgerlich. Ich habe jetzt selber hier schon 800 HP verloren. Aber insgesamt haben wir 1600 auf der Uhr. Und jetzt erstmal in den Reload gehen. Jetzt haben wir schon wieder da oben den Centurion gespottet, der sehr aggressiv rübergepiekt hat. Normalerweise würde ich, jetzt hat Chess wieder einen Schuss gemacht, normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen proaktiver hier oben in der Mitte auch im Reload fahren, im normalen Random-Gefecht. Aber jetzt hier, wo es quasi wirklich um Damage Race geht, will ich erstens nicht riskieren, getroffen zu werden. Und zweitens, ich sehe ja die ganze Zeit, dass von Chess da gute Schüsse auf die Heavies fliegen, die wir natürlich hier auch durch unsere Präsenz in der Mitte, da war schon wieder der dritte Schuss, also Chess hat jetzt hier wahrscheinlich definitiv schon ein bisschen mehr Schaden gemacht als wir. Ich denke mal, dass er schon so bei 2400 ungefähr liegen wird, also mir gute zwei Schüsse voraus ist. Aber genau, wie gesagt, kann ich das nicht sagen. Ich habe jetzt hier nur so anhand der Zahlen, die ich so habe hochfliegen sehen, grob geschätzt. Und wir müssen jetzt natürlich vorsichtig sein. Da flog schon wieder ein Schuss auf das 705 Alpha. Ich glaube, Chess wollte den auch gerade machen. Wir haben den Kill bekommen. Sind wir jetzt auch bei 2000 Schaden. Erster Kill. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier bisschen zu was kommen. Auf der anderen Seite, Prokhorovka zieht sich ja immer sehr in die Länge. Und gerade da hinten raus hat man dann häufig noch Chancen, gut Schaden zu machen. Chess hat schon wieder einen Schuss auf den Conqueror angebracht. Und ihr seht das, wie ich immer die Maus bewege. Also ich gucke die ganze Zeit, ob Chess hier Schüsse connected, um so ein bisschen selber für mich im Kopf mitzuzählen, wo wir denn ungefähr liegen. Ich würde sagen, dass er jetzt bei knapp 2,8 ist. So, das war das, was ich für mich selber mitgerechnet habe. 4:3. Also unser Team hat auf jeden Fall die deutlich bessere Feldposition. Wir haben oben am Hügel gut Panzer. Wir haben hier im Zentrum, sind wir sehr stark aufgestellt. Der EBR kracht da hinten jetzt durch. Da hatte ich gehofft, dass ich da vielleicht einen Schuss mitnehmen kann. Ist jetzt der 50B, hat gerade den EN-100 geammoracked. Auch fair. Jess macht schon wieder einen Schuss auf die Bedjet. Wir konnten den TVP hier rausnehmen. Und Chess wurde rausgenommen vom Centurion Action X. Also, so das, was ich gezählt hatte, war Chess jetzt ungefähr bei 3000 Schaden. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 3200. Ich selber bin bei 2100, sammle jetzt hier natürlich Spot Damage, aber habe auch gerade einen richtig schlechten Peak gemacht und habe dafür den Schuss nicht mal bekommen. Ich war jetzt so ein bisschen, hin und her. Ich habe zwar noch die Chance, einen Schaden zu machen, muss jetzt aber in den Reload gehen und es gibt nur noch vier Panzer, die sich alle am Hügel befinden. Und ich habe selber nur noch 243 HP, bin also quasi für alle anderen Panzer One-Shot und muss jetzt hier quasi definitiv noch Schaden machen. Der Leopard da löst sich gerade auf. Objekt 430U fährt da oben lang. Bin noch im Reload. Und wenn ich eine große Schwäche habt, dann ist das hinten raus den Schaden farmen. Der Schuss trifft leider nicht, voll eingezielt. Der Schuss könnte getroffen haben. Ich habe nochmal zwei Schüsse angebracht, während sich die Badget jetzt hier in den 50B reingejodelt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir hier noch was vom 60 TP ab? 2500 Schaden. 430U ist auch noch da und 430U geht mit 879 HP auf, bedeutet, wir haben keinen der beiden Schüsse getroffen und das natürlich jetzt mega ärgerlich, weil ich nur noch einen Schuss habe und hier war für mich wahrscheinlich schon klar, dass ich nicht mehr über die 3000 komme und ich war mir ziemlich sicher, dass Chess über 3000 war. Also, dass da jetzt wirklich keiner von den drei Schüssen auf das 430U in der Seite getroffen hat, das war schon ärgerlich. Wir haben jetzt hier 2-6 gemacht. Und die erste Runde ging somit wahrscheinlich an Chess. Ich würde sagen, wir werfen mal kurz einen Blick auf die Postgame-Stats. Und wir sehen es, Chess hat 3119 Schaden gemacht. Ich habe 2683 Schaden gemacht. Also
Der Schuss auf den Centurion Action X war ziemlich ärgerlich, dass wir den nicht gemacht haben und dann die beiden Schüsse bzw. die drei Schüsse auf das Objekt 430U nicht getroffen. Also ich hatte hier alle Chancen, die erste Runde für mich zu entscheiden, weil Chess selber jetzt auch nur knapp 3119 Schaden gemacht hat und ich, wie gesagt, noch länger gelebt habe. Hab dann einen scheiß Peak gemacht, konnte deswegen nicht mehr so aggressiv reinfahren, wie ich wollte und hab dann zum Schluss auch noch tatsächlich, gut, es ist die Badger-Kanone, es ist RNG, es passiert halt. Ärgerlich, dass uns hier nur knapp 500 Schaden trennen, nicht mal 500 Schaden. Also das war eine Runde, die hat schon wehgetan, weil die hätte ich auch sehr gut gewinnen können. Ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die zweite Runde. Ja, nachdem Chess in der ersten Runde meinen meistgespielten Panzer selber ausgewählt hatte und er am Anfang auch den Cointoss gewonnen hat, dass wir Tier 10 spielen. Ich persönlich wollte lieber Tier 9 spielen. Chess wollte Tier 10 spielen. Mailand hat die Münze geworfen. Es ist Tier 10 bei rausgekommen. Habe ich jetzt aber auch keine Bauchschmerzen mit gehabt, weil ich mich auf Tier 10 auch ziemlich wohl fühle. Und wie gesagt, nachdem Chess dann die Badget gepickt hatte, meinen persönlich meistgespielten Panzer, habe ich gesagt, okay, mein zweitmeistgespielter Panzer ist der E50M. Und wenn ich Chess gut schlagen kann in einem Panzer, dann ist das wahrscheinlich der E50M. Ich fahre den einfach unglaublich gerne. Und mittlerweile, nachdem ich auch damals anfänglich sehr, sehr mit dem E50M gestruggelt habe, fahre ich ihn wahrscheinlich auch ganz gut. Mein Overall-Damage auf dem Panzer, falls jetzt die Tryhard-Kiddies wieder gucken, der ist nicht mal 3000. Aber wie gesagt, ich habe auch schon gute 2000 Matches auf dem Panzer und die ersten, würde ich sagen, 1200 Gefechte davon. Ja, wie man halt so anfängt, wenn man viel zu schnell diverse Zehnerreihen hochgrindet. War nicht besonders gut. Mittlerweile würde ich sagen, fahre ich den E50M schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Vielleicht nicht ganz so hoch wie das Level von einem Mailand oder von einem Chess-Genie, aber ich würde sagen, im E50 habe ich auf jeden Fall gute Chancen für mich gesehen. Wir sind auf Live Oaks gestartet und wir haben uns beide dagegen entschieden, zum Wasser zu fahren. Erstmal, weil zwei Artis da sind und zweitens, weil von dieser Seite ist halt hinten dieses U. Man muss schon Dip or Die spielen, bedeutet da ins Wasser reinkrachen, weil wenn man da hinten nur verteidigt, dann wird es meistens nichts. Chess hat sich hier gesagt, er guckt erstmal, was der EBR 90 da spottet und versucht da rein zu snipen. Ich persönlich wollte das Ganze ein bisschen aggressiver angehen und habe gesagt, ich fahre hier schon mal in die Stadt und guck, ob ich hier auf Cross-Shots schießen kann, also Panzer, die hier hinten vorbeifahren oder Panzer, die da in der Mitte vielleicht durch mich selber aufgehen. Ja, AMX 1390 ist da gespottet. Wenn wir uns ein bisschen umdrehen, wir sind jetzt selber auch gespottet worden. Aber wir sollten den 1390 da rausbekommen. So, und die E50M-Kanone ist natürlich ein absoluter Traum. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Eine der geilsten 10er Medium-Kanonen im Spiel. Auch solche Schüsse. Also, snappen kann der E50M wie ein großer. Ich würde schon fast sagen, so auf Patton und T62-Alpha-Niveau. Auch aus der Fahrt trifft der E50M hervorragend. Wir haben jetzt schon zwei Schüsse gemacht. Chess schließt jetzt langsam in die Stadt auf. Ich versuche hier gegen das 263 zu sidescrapen. Er hat mir jetzt in die Kette geschossen. E75 schießt von links auf mich. Und Chess hat jetzt da hinten schon wieder WZ und 263 im Auge gehabt. Ich persönlich wollte noch gucken, ob da vielleicht noch was nachkommt. Und habe auch schon so mit einem Auge auf den AMX und den E75 gegeiert. Da hinten ist jetzt noch ein Leopard aufgegangen, den ich gespottet habe. Den kann ich jetzt hier beschießen. Sidescrape auch gegen den Leopard. Chess macht auch einen Schuss. Mein Spot quasi. Noch ein Treffer auf den Leopard. Und jetzt wäre natürlich cool, wenn wir den Leopard auch direkt rausnehmen könnten. Aber der Leopard ist abgetaucht. Und da hinten sind jetzt schon so viele Panzer am Objekt 263 und WZ dran, dass ich darauf verzichtet habe, da reinzufahren. Sondern ich habe jetzt eher den Leo gesehen und da vorne die zwei richtig saftigen Ziele. E75 und AMX M4. Der E75 zielt auch gerade auf mich. Ich versuche ein bisschen mit der Unterwanne zu wiggeln oder beziehungsweise mit der Oberwanne. Habe den Schuss vom E75 gebounced. Und während Chess da jetzt quasi noch die Reste aufwischt vom 263 und WZ, bin ich eigentlich schon wieder in einer ganz guten Angriffsposition. Direkt dran an hier drei Panzern, TVP, AMX, E75. Also das ist natürlich lecker.
und wir bouncen erstmal am Turm vom E75. Da hinten, die FV-Arti versucht hier gerade wegzufahren. Chess hat einen Schuss gemacht. Ich habe leider nur noch den Kill für 56 AP bekommen. Jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich hatte Heat drin. Schieß in der Querfahrt auf den TVP. Track ihn nur. Chess kann wieder einen Schuss connecten. Aber wie gesagt, eigentlich hatte ich die Heat-Munition hier geladen für den E75. Und ihr seht mal, Chess macht die gesamten Schaden an meinen Spots. Das sorgt natürlich dann auch nochmal für großartig Unterstützungsschaden, der mir jetzt hier in dem Damage Race nichts bringt. Aber alles in allem dann auf jeden Fall für die Erfahrung und für den Teamplay Award. So, wir sind bei 3191 Schaden. Können jetzt hier den AMX rausnehmen. Haben den T110 E4 mit der Oberwanne gebounced und jetzt sehen wir, Chess hat auch nur noch 459 AP. Ich habe halt noch deutlich mehr HP. Das heißt, ich bin noch Full AP. Ich kann hier noch, wenn ich möchte, schalten und walten. Der Schuss sah aus, als wenn er reingegangen ist. Jetzt weiß ich nicht, ob er vielleicht penetriert hat oder nicht. Noch ein Schuss auf den E4. Und ihr seht das. Das ist jetzt hier so ein bisschen auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wobei ich meinen Vorteil jetzt hier ganz klar dran gesehen habe, dass ich jetzt hier gleich die Jodel-Attacke starten kann. Während Chess quasi ja schon für den einen oder anderen Panzer hier wirklich One-Shot ist. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken, gegen T95 und gegen den WZ möchte man jetzt natürlich nicht da Vollgas ins offene Feld. Wir pennen beide mit Heat die Unterwanne vom T95. Wir scheitern beide am T95. Also ihr habt das rechts gehört, den Schuss. Wir haben beide gleich fast simultan geschossen. So, aber jetzt habe ich den Luxus, dass ich quasi noch Full AP bin. Ich kann hier deutlich aggressiver reinfahren. Chess versucht auch hinterherzukommen, aber muss natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, weil er keine HP mehr hat, mit denen er jetzt hier noch irgendwie reinfahren kann. Hier unten Objekt 430U, One-Shot. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. 420 Schaden. Wir haben mit 390, wir haben jetzt ein bisschen gehighrollt, aber auch da hätte ich mir noch einen Schuss fangen können. Auch den TVP-Schuss kann ich mir fangen. Gib ihm einen. Er geht sofort raus. 4700 Schaden. Und jetzt ging es quasi darum, haben wir den einen Schuss auf den WZ gemacht oder nicht? Keine Ahnung. Jetzt hier auf jeden Fall noch vom T95 Schaden mitnehmen. Und da kann ich mich jetzt auch einfach davor stellen, kann drauf sagen, scheiß drauf, ich kann ihn mir auch noch fangen. Mein Schuss penetriert für 430. Chess schießt daneben, Gott sei Dank. Und somit können wir jetzt hier noch einen zweiten Fullshot mitnehmen für 369 und Chess kann ihn jetzt hier final rausnehmen. Ich war mir zu diesem Zeitpunkt sicher, dass ich mehr Schaden gemacht hatte als Chess. Wie gesagt, der Unterstützungsschaden, den wir jetzt hier auch noch dazu geholt haben, die 2500, die zählen leider nicht. Könnte man jetzt sagen, gibt es noch einen Teamplay Award für. Aber ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, das war sogar eine Panzerass-Runde jetzt auf Livehooks, also in so einem Damage Race dann eine Panzerass-Runde mit reinzukrachen. Das war natürlich genau das, was ich mir von der Runde mit dem E50M erhofft hatte. Schauen wir mal ganz kurz. 5952 Schaden, 6 Kills, 1258 Basiserfahrung. Also hier 1300 Schaden mehr als Chess. Ich würde sagen, die Runde ging auf jeden Fall ohne Wenn und Aber an meinen E50M. Und ja, somit stand es 1:1. Umso ärgerlicher, dass ich hier in der Badget-Runde nicht mehr machen könnte. Sonst hätte ich jetzt hier wieder ein Matchballspiel mit 2:0 gehabt. So, wie gesagt, stand es jetzt nur 1:1. Und der Pick von Chess war das Objekt 430U. Ja, und wir sind auf der Karte Overlord gestartet in einem Top-Tier-Matchmaking mit 9ern, 2 Artis. Das Objekt 430U hat ja jetzt nicht die allzu gute Gun-Depression und ich habe mich ehrlich gesagt, normalerweise spiele ich in Randoms häufig hier zentral in der Mitte. Gegen Objekt 140 mit 7 Grad Gun-Depression, Progetto etc. habe ich jetzt meine Chancen da nicht so gut gesehen, auch Centurion 7-1. Und ich musste natürlich zusehen, weil ich weiß, dass Chess halt einfach auch immer super aggro spielt, dass ich jetzt irgendwas mache, was vielleicht unerwartet ist, wo wir uns nicht selber den Schaden wegnehmen. Also wenn ihr jetzt seht, dass ich zum Strand fahre,
Ich weiß, ich bin immer der absolute Gegner davon, in Randoms zum Strand zu fahren, aber ich habe hier meine Chance einfach gesehen. Wir haben im Gegnerteam 2x705, IS-3-2, sehr viele Keiler, wo ich mir schon Chancen ausgerechnet habe, dass die auch zum Strand fahren und habe deswegen gesagt, so komm, ich setze alles auf eine Karte, ich fahre da runter, ich kann am Strand mit meiner Gun Depression arbeiten und häufig ist es halt auch so, dass eher nicht so gute Spieler zum Strand fahren. Das heißt, wenn mir hier was entgegenkommt, dann kann es sehr gut sein, dass das halt eher nicht die allerbesten Spieler sind. Und wie gesagt, da oben Peekaboo spielen mit der nicht vorhandenen Gun Depression des 430U. Da wollte ich lieber hier unten so aggressiv wie möglich pushen. Ich bin jetzt hier ein bisschen vorsichtig, weil da hinten natürlich auch jede Menge TDs stehen können. Da kommt das 705 und ich fange mir direkt vom T30 eine Schelle. Aber ihr seht das, parallel hat sich Chess vom Jagdpanzer EN100 schon ein 1000er Brett gefangen. Jetzt kommt hier auch noch der IS-3-2. Ich habe hier ein bisschen Backup am Start. Unser 705, unser E5. Ich wollte jetzt hier vom Podest ehrlich gesagt runter, weil ich jetzt ja schon mal weiß, dass der T30 da hinten steht. Der T30 im Platoon mit dem Fosch. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch da hinten stehen. Das heißt, von oben vom Podest angreifen macht weniger Sinn. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier das 705 anzugreifen. Er hat auch gerade geschossen. Und jetzt können wir hier richtig schön farmen. Ich habe ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, was Chess da oben farmen kann. Aber dadurch, dass bei ihm gar nicht so viele Panzer sind, konnte ich mir nicht vorstellen, dass er im Moment farmen kann. Ich bin schon bei 1800 Schaden, mache 1900 raus. Arti steht auch am Strand. Und ich habe jetzt versucht, hier so gut es geht, noch an den IS-3 ranzukommen. Oben steht ein Centurion 7-1, der HE schießt. Also interessant. Wir konnten jetzt hier dem IS-3-2 nochmal einen mitgeben und habe jetzt hier versucht, auf den Centurion zu aimen. Da oben steht jetzt auch noch ein 705. Also durch unseren Push hier am Strand haben wir natürlich jetzt die Gegner oben alle hierher gelockt. Wir werden auch gleich sehen, dass Chess davon massiv profitieren kann. Keine Ahnung, was das 705 da für Spielchen treibt. Ich habe auf jeden Fall nicht die Gun Elevation, deswegen muss ich mir jetzt hier ein bisschen selber helfen. Bin jetzt hier rückwärts den Hügel angefahren, damit ich auf das 705 schießen kann. Hoffe, dass er jetzt vielleicht nochmal piekt. Tut er nicht. Unser Team macht jetzt einen Fehler, würde ich sagen. Und kracht weiter geradeaus. 705 kommen wir nicht mehr ran. Oben müsste der Centurion vielleicht nochmal pieken. Da ist er. Und das ist halt auch Objekt 430U, ne? In a nutshell. Man, Russian Magic, man hat manchmal das Gefühl, man hat eine Leopard-gleiche Kanone auf dem Teil. Und dann hat man wieder, ja, sicherste Schüsse, die nicht funktionieren. Ich habe jetzt irgendwie geguckt, dass ich hier vielleicht nochmal ran kann an das 705. Jetzt kommt über uns auch noch der Jagdpanzer. Und da war mir jetzt spätestens klar, wir müssen jetzt hier weg. Erstens, weil Chess jetzt in der Lage sein kann, da oben alle, die jetzt hier sich haben ablenken lassen, abzufarmen, weil alles jetzt Richtung Strand gegeiert hat. 705, Objekt 140, der Jagdpanzer EN100, das war jetzt mal ein richtig schlechter Schuss. Aber da hinten der Fosch, den sollten wir jetzt nochmal treffen. Könnten ihm nochmal für 433 einen mitgeben. Also bis jetzt läuft es nicht schlecht. Ich bin mit 3700 Schaden hier am Start. Versuche jetzt hier noch ein, zwei Schüsse anzubringen auf den T30, aber der Strand ist verloren. Unser Team hat halt einfach den Fehler gemacht, die sind da voll in das Kreuzfeuer reingekracht. Das sollte man vielleicht nicht tun, gerade wenn man sieht, dass da oben jetzt auch noch die ganzen Panzer zum Strand hinziehen. Jetzt muss ich natürlich hier ausweichen, das kostet ewig viel Zeit. In der Zeit kann Chess vielleicht da oben besser farmen. Ich hatte das jetzt nicht so im Blick. Ich war bis hierhin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Runde. Habe jetzt erst überlegt, ob ich hier abbiegen soll, aber lieber nicht, weil ich von hier hinten tatsächlich von der A4-Position bessere Schussmöglichkeiten hier rein habe. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ob nicht sowas wie der T30 und der Progetto mir jetzt hier hinterher eiern, weil ihr hattet es gesehen. Zuletzt war der Progetto aufgegangen, wo er gerade den Strand runtergekracht ist. Und da kommt er tatsächlich auch schon. Kurz einzielen, kurz reinsnappen, Objekt 430U-Style und schnell reparieren, weiter wegfahren, 9-7. Und jetzt hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. In der Zwischenzeit, wo ich jetzt hier Zeit verdödelt habe, konnte Chess wahrscheinlich ordentlich farmen. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich habe da zwischendurch immer mal so gelbe Zahlen hochfliegen sehen. Unser FV klatscht einfach den FV aus dem Leben. Und
jetzt ist Chess wieder in der viel besseren Position, noch die letzten Gegner wegzukrachen. Ich muss jetzt erstmal wieder aufschließen, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass das jetzt so einseitig hier oben entschieden wird und auch, dass der Progetto jetzt einfach sofort rausgeht und völlig dödelig da in den RV reinkracht. Also manchmal hat man auch diesen Shift im Momentum, wo es dann plötzlich von Verteidigen gleich wieder hingeht auf Angriff. Und wenn man da in einer vermeintlich nicht so guten Position steht, jetzt muss ich einfach hoffen, dass ich unten am Strand schon mir so ein gutes Polster erarbeitet habe, dass ich quasi hier definitiv noch vorne liege. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier nochmal kurz geguckt, ob hier vielleicht der T30 noch steht oder so, oder der FV. T30 ist da hinten jetzt aufgegangen. Und der Centurion, da ist auch nichts mehr dran. Ich meine, solange Chess den Schaden jetzt hier kriegt, ist das für mich alles, oder nicht kriegt, ist das für mich alles in Ordnung. Aber da steht jetzt der RV und da habe ich jetzt, da macht jetzt Chess einen Cliffhanger, um an den RV ranzukommen. Und verunfallt dabei jetzt. Und ich habe HE schon geladen. Hab jetzt zumindest nochmal 581 gemacht. Versuche jetzt hier die RV-Schelle irgendwie abzuwehren. Splasht mich nur und ich kann nochmal einen HE-Schuss machen. Also das waren jetzt nochmal gute 1000 Schaden, die wir hier mit HE nochmal in den RV reingemacht haben. Wollen wir hoffen, dass unser Polster, was wir uns unten erarbeitet haben, ausgereicht hat. Und ich würde sagen, wir schauen mal hier auf die Postgame-Stats. Ja, gucken wir mal ganz schnell. 5264 Schaden. Chess lag quasi, bis wir die beiden HE-Schüsse gemacht haben, vorne. Er konnte sich als erster vom FV noch einen HE-Schuss gönnen. Bis dahin lagen wir wahrscheinlich gleich auf, beide um die 4200. Dann hat Chess den Cliffhanger gemacht, um an den FV ranzukommen. Hat ihn einmal penetriert, ist dabei abgestürzt und ich selber konnte, weil ich noch rechtzeitig angekommen bin, zwei HE-Schüsse machen und mich damit hier mit 600 Schaden in Führung setzen. Also 2-1 Führung und wie gesagt, ich kann nur wieder auf das Badget-Game verweisen. Umso ärgerlicher, dass wir dieses Badget-Spiel nicht geholt haben, weil dann wäre es jetzt hier im Finale ein 3-0 geworden. Somit stand es jetzt 2-1 für mich. Erstes Matchballspiel und ich habe mich dann dazu entschieden, weil der EN100 für mich so gut funktioniert hat, gegen Freddy nochmal alles auf eine Karte zu setzen, den E100 zu picken. Ja, und das große Problem, was wir jetzt hier schon sehen, Redshire, offene Karte, drei Lights, sehr viel mobile Panzer. Ich habe mich wieder für die 15 cm Kanone entschieden. Chess ist genauso wie Freddy auf die DPM-Kanone gegangen. Und ja, das war sehr hoch gepokert und von dem grundsätzlichen Setup her, muss man leider sagen, ist die 15 cm Kanone hier in dem Matchup tatsächlich die unterlegene Kanone gegen die 12-8er, weil die 12-8er von Chess erstens viel, viel besser trifft, also auf Distanz viel genauer ist und natürlich hier, gerade weil viel auf mobile Ziele gefeuert wird, wir sehen das zweimal TVP, K91, E50, Objekt 260, 50B, auch sehr mobil. Drei Lights, also super viel mobile Panzer. Ihr mit eurem EN100, super langsamer Koffer. Da ist es dann schon ein Vorteil, wenn man wenigstens eine Kanone hat, die erstens eine saustarke DPM hat. Das hat die 12-8er, die Chess hier verbaut hat. Und natürlich ihr auf Distanz wesentlich präziser mit der APCR vorhalten könnt und treffen könnt. Da muss ich sagen, ist das Pokern so ein bisschen gegen mich ausgefallen. Gut, jetzt kann man zu Recht auch sagen, zweimal hintereinander so glücklich sein, dass man jetzt hier eine Stadtkarte bekommt oder wie wir gegen Freddy ein Gefecht auf Minen. Ist natürlich jetzt Pech. Muss man gucken, dass wir das Beste rausholen. Ihr seht jetzt hier auch schon, das ist so der Klassiker, ne? Das Rumgejodel auf Redshire, die Lights in der Mitte. Die Gegner haben schon E50M verloren. Und wir haben uns beide dagegen entschieden, weil wir beide von dieser Seite kein Freund sind, da auf die 9er-0er-Linie zu fahren, weil man da erstens sehr gut bei drei Lights schon in der Anfahrt gespottet wird und dann in der Anfahrt mit so einem langsamen Panzer und so einem Riesenpanzer wie dem EN100 abgefarmt wird. Deswegen, ich muss jetzt vor allem zusehen, dass ich so schnell wie möglich die Distanz zum Gegner verkürze, die Schüsse quasi so kurz wie möglich halte und dann gerade jetzt hier auf so Gegner, die da offen stehen wie den FV 183, schon mal Risiko gehen, einen Schuss machen.
Chess macht schon mal für 429, ich für 732. Aber dadurch, dass jetzt da auch noch ein K91 und ein TVP stehen und Chess ist jetzt auch schon dran, hat schon wieder nachgeladen, kann schon wieder den nächsten Treffer setzen. Vielleicht kriege ich hier auf den K91 noch einen rein. Ich lasse mir die Zeit, aim vernünftig. Zweiter Treffer, aber Chess hat schon den dritten Treffer gemacht und ihr seht das halt einfach, was das für ein brutaler DPM-Unterschied ist. Ja? Und jetzt sind wir schon wieder, weil das Gegnerteam derzeit gerade kollabiert, das ist natürlich so das absolute Worst-Case-Szenario für meine Kanone. Auf der Karte hinterherfahren. Es steht 5-1. Die einzigen verbliebenen Panzer sind auf der anderen Seite. Jetzt könnte man natürlich sagen, hätte es nicht Sinn gemacht, auf die 9er-0er-Linie zu fahren. Das Problem ist, dass bei drei Lights der Vorteil, hier standen ja zwei Mediums, noch der FV. Wenn ich jetzt hier rüber gefahren wäre, einer der Lights hätte mich mit Sicherheit in der Anfahrt gespottet, so wie die hier am Anfang durch die Gegend geschossen sind. Und dann hätte es sehr gut sein können, dass die Runde schon für mich in der Anfahrt beendet ist. Dass das Gegnerteam natürlich so krass schnell kollabiert, ist halt einfach jetzt Pech. Viele von euch würden sagen, hey, ich hätte auch gern mal ein Team, was sich so schnell so durchsetzen kann, ganz klar. Aber jetzt, wie gesagt, für das Damage Race selber ist es natürlich Pech. Da oben T57, der trifft zum Glück. Aber dadurch, dass ich jetzt hier wieder die Distanz zum Gegner so krass verkürzen muss, spotte ich natürlich ungemein viel, was ich eigentlich gar nicht möchte. Ich habe jetzt schon 1700 Unterstützungsschaden. Chess steht in der Mitte, sniped mit seiner 12-8er Kanone, was halt mit dieser Kanone sehr gut geht. Und das große Problem, was ich habe, so ein bisschen wie in dem Battlefield-Spiel, Chess profitiert jetzt im Prinzip davon, dass ich mit meiner Kanone ranfahren muss, um die Schüsse zu setzen. Und Gott und die Welt trifft hier meine Spots. Ihr seht das. Ich habe jetzt schon 3200 Spotting. Vielleicht kriegen wir hier unten noch den T100 Light. Ja, den können wir noch mitnehmen. 2500 Schaden. Aber es ist nicht mehr viel da. Und na, vielleicht ist an der Maus noch was dran. Aber ich war mir schon ziemlich sicher zu dem Zeitpunkt, dass Chess schon wahrscheinlich um die 4000 Schaden hat. Weil ich ja auch von ihm schon unglaublich viel Unterstützungsschaden bekommen habe. An die Maus komme ich auch nicht mehr ran, weil T57, Fosch etc. werden alle schneller da sein. Ihr seht, das ist eine entspannte 5-Minuten-Runde. Es steht 10-3 und mit dem EN100 auf einer offenen Karte hinterher zu fahren. Mein Schuss trackt den TVP nur. Chess macht wieder einen Schuss. Also ärgerlicher kann es hier nicht laufen. Jetzt sind nur noch die beiden Lights da. Die waren auch beide Lower P. Und wie gesagt, die Maus, von der werden wir wahrscheinlich auch nichts mehr abbekommen. Da sind einfach zu viele Geier dran. Auf den EBR brauche ich gar nicht schießen. Chess macht wieder einen Schuss. Ich versuche jetzt hier noch einmal mein Glück. Der Schuss trifft nicht. Und Chess hatte sogar noch einen zweiten Schuss im Petto. Also ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Diesmal ist es quasi für meinen Kontrahenten aufgegangen. Auch wenn es für uns beide eigentlich, ja, nicht unbedingt die beste Karte ist, muss man schon sagen, die 12-8er hier auf jeden Fall haushoch überlegen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt auch noch ranfahren musste, habe ich dann quasi auch noch den ganzen Unterstützungsschaden geleistet, wo sich dann der gute Chess einfarmen durfte. Pech gehabt, gegambelt und verloren. Und ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, und wie wir sehen können, nicht mal knapp. Über 2500 Schaden mehr gemacht. Gucken wir jetzt hier mal ganz kurz drauf. Kombiniert sind es 5600. Wenn ich jetzt hier kombiniert, bin ich bei 6100. Also kombiniert haben wir beide knapp den gleichen Schaden. Leider, leider ist die Karte so gekommen, wie sie gekommen ist, mit lauter mobilen Panzern. Wie gesagt, da ist die Kanonenwahl von Chess die definitiv bessere gewesen. Also hier verdient die Runde gewonnen. Somit stand es 2-2 und wir mussten in den Tiebreaker gehen und der Tiebreaker wird gespielt mit dem Progetto. Das hatte Mailand vorgegeben. Falls wir Tier 9 gespielt hätten, wäre der Tiebreaker jetzt Standard B gewesen. Somit war jetzt im fünften Match der Tiebreaker im Progetto 65. Die Karte Siegfriedlinie, drei Artis, zwei EBRs auf beiden Seiten, 10er Only Battle. Wir haben einen 279. Also Voraussetzungen für beide, denke ich, ziemlich gleich.
Ich habe mich dazu entschieden, jetzt tatsächlich das Ganze erstmal ein bisschen passiver anzugehen, weil bei drei Artis, das kann schon RNG manchmal ganz böse eingreifen. Wir haben das ja in dem Match gegen Freddy gesehen, wo im Match Azum gegen Freddy, wo dann letztendlich die Arti da hart mit eingegriffen hat, aber auch in dem Match, mein Match gegen Freddy, wo die Arti Freddy dann im Panzerkampfwagen 7 angezündet hat für 1200 Schaden. Also Arti darf man in so einem Damage Race nicht unterschätzen und man sollte da gerade im Tiebreaker das genau richtige Maß zwischen Risiko und ja, erstmal mit Bedacht anfangen. Wir haben uns jetzt hier, wie gesagt, beide in die Mitte orientiert, haben auch kurz überlegt, ob wir da jetzt in den Busch reinschießen, ob der Scout da drin ist. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Chess sagt, er ist nicht aufgegangen. Unsere beiden EBRs, muss man jetzt sagen, ja, beide passiv Johnsons. Ich weiß gar nicht, warum man dann EBR fährt, wenn man versucht, passiv zu spotten. Wir bringen beide einen Schuss an auf den EBR. Also bis hierhin ausgeglichen. Jetzt kann Chess schon den zweiten machen. Ich glaube, er hat auch den dritten gemacht. Also jetzt hier auf jeden Fall Chess schon vorne, was die HP angeht. Aber er steht gerade mal 1-0. In der Stadt IS-4 und T110E5, die da sehr aggressiv spielen. Aber auch unser 279. Und da muss ich jetzt sagen, da habe ich jetzt nicht aufgepasst in der Situation. Da habe ich jetzt nicht gesehen, dass unser 279 da so aggressiv reingeht. Da fallen halt immer gute Schüsse ab. Und ich bin jetzt hier vermeintlich, ja, würde ich sagen, zu lange außen stehen geblieben. Wenn man jetzt sieht, Chess ist jetzt quasi schon am Start und kann da das ausnutzen, wie krass offensiv unser 279 da reinfährt. Ich habe jetzt hier einen Schuss auf den TVP gemacht, bin jetzt aber gespottet worden und fange mir jetzt einen Schuss von der Grille, die auch schon aufgerückt ist. Einer unserer EBR ist schon tot, der andere steht die ganze Zeit passiv da im Busch, spottet auch nichts. Also häufig versuche ich das in Random-Gefechten so, dass ich hier erstmal außen das Feld beschieße und dann versuche hier quasi aggressiv reinzufahren. Die gegnerischen Mediums pushen jetzt hier sehr, sehr aggressiv. Objekt 140 oben, TVP unten. Wie gesagt, da fehlt noch eine Grille. Und das, was unser 279 da macht, da, wie gesagt, habe ich zu spät realisiert, wie gut man da wahrscheinlich farmen kann. Beziehungsweise, dass es ein 279 ist, der da gerade jallert. Meine Schüsse auf den EBR kommen auch nicht an. Also es sieht hier gerade echt nicht gut aus. Auch der Schuss fliegt daneben. Jetzt ist meine DPM natürlich im Keller. Der letzte trifft, aber ich muss jetzt erstmal knappe 45 Sekunden warten, das Magazin wieder aufladen lassen. Grille war auch noch außen und ich habe mich jetzt dazu entschieden, nach außen zu fahren, weil die Grille Full AP war. Und in der Hoffnung, dass ich da vielleicht ein ganzes Magazin drauf anbringe. Und ich musste jetzt einfach hoffen, dass Chess da vielleicht dann doch nicht zu allzu viel Schaden gekommen ist. Aber es sah auf jeden Fall so aus, als wenn da eine ganze Menge passiert ist. Chess hat ja auch schon einen Kill gemacht. Jetzt haben wir mal geguckt, ob ich hier hinter mir vielleicht noch einen Schuss aufs 140er anbringen kann. 1088 Schaden. Da muss man jetzt wirklich sagen, da hat der alte Mann gepennt. Also wenn man das jetzt so ganz fair sagt, ich kann jetzt hier noch auf den EBR schießen. Auch der Schuss geht noch rein. Sind wir bei 1600 Schaden. Jetzt schnell das Magazin voll werden lassen. Die einzige Chance, die ich jetzt noch irgendwie habe, irgendwas zu machen, ist hier die Grille komplett abzufarmen und dann zu hoffen, dass Chess nicht zu viel Schaden gemacht hat. Aber wie gesagt, Chess hat das ruckzuck gesehen, dass das 279 da durch die Stadt aggressiv fährt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es komplett verschlafen. Und das dann in der Finalrunde. Das wäre jetzt schon ziemlich bitter. Auch diese Runde, gerade mal 4 Minuten hat sie gedauert. Ich gehe jetzt noch raus und der GWE nimmt die Grille 15 raus. Ja, wollen wir mal schauen. Ich habe selber 3032 Schaden gemacht. Gucken wir mal, was Chess gemacht hat. Ja, und wir sehen es, Chess konnte sehr, sehr gut in der Stadt farmen. 5184 Schaden. Da reichen meine 3000 Schaden lange nicht aus. Und wie gesagt, da Schande auf mein Haupt, das
war absolut verdient gewonnen, gerade in dieser Runde, weil ich einfach gepennt habe und Chess hat das sofort gesehen, dass das Objekt 279 da in der Stadt so einen Jalla macht. Muss man sagen, hat das 279 auch wirklich gut gespielt, sodass Chess davon massiv profitieren konnte. Und wie gesagt, zu Recht jetzt hier diese Runde definitiv gewonnen. Einfach besser gespielt, das sofort gesehen und ja, Schnarchnase Maus hat es nicht gesehen, hat gehofft, dass auf dem Feld vielleicht noch was geht. Aber nachdem die beiden EBRs gezeigt haben, dass sie kein großes Interesse daran haben, mitzuspielen, der eine ja auch recht früh geplatzt, der zweite stand die ganze Zeit im Busch. Die Grille konnte sogar komplett hinten an der roten Linie vorfahren, gemeinsam mit dem EBR. Da hatte ich gehofft, dass ich da außen vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann und dann vielleicht von außen in die Stadt reinfahren. Wie gesagt, hier bin ich ganz klar outplayed worden. Ja, zum Schluss möchte ich mit euch nochmal, wie ich das bereits angekündigt hatte, so ein, zwei Sachen besprechen. Was ist jetzt der Erkenntnisgewinn daraus und warum mache ich das? Weil ich in den ganzen Videos, die dazu von Mailand erstellt worden sind oder auch von mir in den Kommentaren, ja, ich würde sagen, schon einiges an Bullshit gelesen habe und da wollte ich jetzt nochmal so ein, zwei stellungnehmende Kommentare zu abgeben. Zum einen ist Chess der verdiente Gewinner dieses Turniers. Auf jeden Fall. Warum? Weil er einfach von Anfang an schon in der Runde gegen Karl-Heinz, aber auch in den Runden gegen Mailand und auch in den Runden gegen mich Risiko gegangen ist. Er hat immer, er hat es nie gescheut, irgendwie die ekligen Positionen anzufahren, das Risiko einzugehen und wie gesagt, er ist halt auch ein sehr analytischer Spieler, ist dabei ruhig geblieben, ist auch gerade für sein Alter, muss man sagen, extrem konzentriert geblieben. Bei zum Beispiel Algo und Freddy, würde ich sagen, hat man schon gemerkt, dass die, gerade Freddy, hat er auch selber von sich gesagt, schon sehr nervös waren dabei. Das ist halt auch eine Stärke, die man dann mitbringen muss in so einer Sache, wenn man sagt, so genau jetzt zählt es, jetzt muss ich performen, da dann eiskalt zu bleiben. Und das hat Chess auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass er das kann und dass ihm das auch gar nichts ausmacht. Und deswegen würde ich sagen, ist Chess auf jeden Fall der verdiente Gewinner dieses Turniers. Hat Mailand, das habe ich ja auch gelesen, hat Mailand mit Absicht gegen Chess verloren, damit er das Finale kommentieren kann? Auf gar keinen Fall. Und so wie ich Mailand kenne, würde er niemals freiwillig irgendwas verlieren. Von daher fand ich das ein bisschen unfair Chess gegenüber, auch dass man ihm das jetzt nicht gegönnt hat. Wir haben jetzt auch in der Finalrunde gesehen, es hätte genauso gut 3-0 für mich ausgehen können. Hätte ich in der ersten Runde die zwei, drei Schüsse gemacht, die ich daneben gesetzt hätte, die ich daneben gesetzt habe, dann wäre das hier ein 3-0 für mich gewesen. Bedeutet das dann, dass ich der bessere Spieler als Chess bin? Nein, ich habe einfach nur in den Runden dann, oder hätte in den Runden dann einfach vielleicht das Quäntchen mehr Glück gehabt, das Quäntchen mehr RNG. War jetzt nicht so und wie gesagt, gerade in der letzten Runde, da konnte man dann sehen, dass Chess einfach zur richtigen Zeit das richtige Auge und dann auch den richtigen Entschluss hatte, während ich noch mit mir selbst gehadert habe, was mache ich jetzt, war Chess schon mittendrin und konnte farmen. Also man sieht das ja, wie dicht das manchmal auch beisammen liegt und auch in den Runden, wo Chess gegen Mailand 3-0 gewonnen hat, da war es mitnichten so, dass Mailand irgendwie mit Absicht schlecht gespielt hat, sondern Chess hat in der ersten Runde auf Charkov einfach Gas gegeben, hat ein Riesenrisiko eingegangen oder ist ein Riesenrisiko eingegangen, was genauso gut gegen einen besseren Chieftain-Spieler nach hinten hätte losgehen können. Auch die Bad-Chat, dass die zu dritt mit dem EBR 105 Chess aus der Position nicht pushen, obwohl er Mutterseelen alleine auf der Flanke war und auch die Arti ihn in Ruhe gelassen hat. Risiko eingegangen, Risiko hat sich ausgezahlt, gewonnen die Runde. Die zweite Runde, da muss man sagen, ja, von beiden Seiten auch eine schwierige Karte für einen T62 Alpha, aber auch da hat er auch als One-Shot das Risiko nicht gescheut. Hat auch wieder ein bisschen Glück gehabt, dass ihn die Arti nur gesplasht hat, dass auch der FV ihn nur gesplasht hat, er damit noch weiter Schaden farmen konnte. Wie gesagt, aber man muss halt auch erstmal bereit sein, das Risiko zu gehen. In der dritten Runde musste Mailand halt Risiko gehen, weil er 2-0 hinten lag und jetzt quasi definitiv diese Runde für sich entscheiden musste. Er hat es auch gemacht, ist auf Steppen dann quasi auf der Seite gepusht, die normalerweise auch immer von dem Spawn quasi gepusht wird und ist da eigentlich so gut wie nie einen Gegenpush
gibt. Genau in der Runde ist es halt nun mal aber passiert, dass Mailand aus der Position rausgepusht worden ist, hat dabei ordentlich HP verloren, hatte nur noch 300 HP. Pech, ist es halt einfach Pech. Und damit konnte Chess dann auch die dritte Runde den Matchball für sich entscheiden. Wie gesagt, ich bin mir zu 100% sicher, dass Mailand da nicht mit Absicht versucht hat zu verlieren oder so, sondern das Risiko, was Chess in den ersten beiden Runden eingegangen ist, was sich für ihn ausgezahlt hat, hat dann dazu geführt, dass, wie gesagt, Mailand in der dritten Runde kommen musste und es leider für ihn nicht funktioniert hat. Und somit ist das relativ einseitig ausgegangen. Aber es sind halt auch nur drei Random-Runden. Da kann alles passieren. Die Mitspieler, die eigenen, sowohl als auch die Gegner, sind zufällig. Das Matchmaking ist zufällig. Ob drei Artis, drei Lights oder alles ohne Arti stattfindet, welche Karte gespielt wird, wie gut die Karte dazu passt. Da sind so viele Zufallsfaktoren und ich bin schon der Meinung, dass in diesem Line-Up, wo wir jetzt quasi unterwegs waren mit den acht Spielern, jeder jeden hätte schlagen können. Ich hätte genauso gut auch in dem ersten Viertelfinale gegen Algo 3-0 verlieren können. Also von daher muss ich sagen, Chess auf jeden Fall der verdiente Gewinner. Er hat durchweg die Ruhe bewahrt, ist durchweg ein hohes Risiko gegangen und hat das aber trotzdem natürlich auch souverän gespielt. Es bringt jetzt nichts, nur ein Risiko zu gehen. Man muss dafür natürlich auch wissen, wie weit kann ich gehen. Und im Zweifel hätte er dann halt in einer anderen Runde wahrscheinlich wieder das gleiche Risiko eingehen müssen. Wie gesagt, es hat sich einfach für ihn ausgezahlt. Was sagen Stats jetzt aus? Natürlich, auch wenn Chess jetzt dieses Turnier gewonnen hat, denke ich, wird keiner bestreiten, dass von den acht Spielern Mailand einfach nach wie vor der beste Spieler ist. Also ich würde es nicht in Frage stellen und ich glaube, es stellt auch kein anderer in Frage. Das bedeutet aber nicht, dass nicht jeder von diesen anderen sieben Teilnehmern durchaus, wie Chess gezeigt hat, in der Lage gewesen wäre, auch mal so ein Duell gegen Mailand auf drei Random-Runden begrenzt zu gewinnen. Einen Damage Race über 100 Runden zum Beispiel würde wahrscheinlich keiner von uns gegen ihn gewinnen. So ist es. Vielleicht hätte Chess eine Chance, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, hier ist es dann halt so, du musst auf den Punkt in den Runden performen, musst versuchen, so viel wie möglich rauszuholen und da helfen einem Stats herzlich wenig. Und da sagt auch dann der Schaden, den du durchschnittlich auf dem Panzer machst, nicht wirklich viel drüber aus. Von daher war das, was ich so in den Kommentaren gelesen habe, dem einen oder anderen wirklich auch unfair gegenüber. Auch so die Kommentare bei Algos Match, da muss ich sagen, in vielen Teilen hätte ich das vielleicht ähnlich gespielt. Vielleicht war er ein bisschen zu passiv, ja, das stimmt. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass auch Algo in der Lage ist, gegen jeden in diesem Line-Up zu gewinnen. Auch Azum ist ein saustarker Spieler, ist leider unglücklich rausgeflogen. So ist es halt nun mal. Ja, es ist halt auch ein Stück weit dann auf den Moment bezogen Glück oder Pech. Ich finde, wie gesagt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Turnier. Ich denke, dass das auch für die Zukunft was sein wird, wo, wenn wir das nochmal machen werden, wo die Ergebnisse ganz unterschiedlich ausgehen und dann vielleicht der ein oder andere, der jetzt im Finale stand, vielleicht schon in der ersten Runde rausfliegt. Also eine Aussage über die tatsächliche Spielerleistung, denke ich, kann man hier nicht geben, aber das in beide Richtungen. Ja. Nur weil jemand extrem stark ist, bedeutet das nicht, dass er automatisch gewinnt. Und nur weil jemand vielleicht schwächer performt sonst, heißt es nicht, dass er in so einer Sache keine Chance hat. In meinem Fall zum Beispiel kommt dann auch noch dazu, dass ich eigentlich nur noch World of Tanks spiele, wenn ich streame und ich dann für mich ganz ehrlich den Fokus lege auf die Unterhaltung mit dem Chat. Ich interagiere gerne mit dem Chat, ich blödel rum mit dem Chat und mir ist dann letztendlich das, was ich statsmäßig zusammenfahre, ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr so wichtig und was ich jetzt für einen Durchschnittsschaden auf meinen Zehnern habe, das interessiert mich schon lange nicht mehr. Mir ist es wichtig, dass die Leute, die bei mir in den Chat kommen, sich gut unterhalten fühlen, dass in erster Linie deren Fragen beantwortet werden können für ihr eigenes Gameplay und wenn dann dabei für mich auch noch die ein oder andere gute Runde bei abfällt, dann reicht mir das völlig aus. Da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt in meinem Alter keinen Haken mehr draus, ob ich jetzt 200 WN8 Punkte mehr oder weniger habe oder ob ich 200, 300 Schaden mehr oder weniger auf meinem Zehner im Durchschnitt einfahre. Das juckt mich nicht die Bohne. Ich glaube, dass ich mich hier auch ganz gut geschlagen habe und mir bricht da auch kein Zacken aus der Krone, ganz klar zuzugeben, dass
Chess hier verdient gegen mich gewonnen hat. Also von daher, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und es wartet auf jeden Fall im Dezember ein ähnliches Event auf uns, wo ihr euch schon drauf freuen könnt. Dazu wird es dann demnächst von mir auch noch ein Ankündigungsvideo geben. Falls euch das Turnier gefallen hat, lasst auf jeden Fall bei Mailand auch ein Like da, einen Kommentar unter seinem Video, was jetzt auch um 16 Uhr online gegangen ist, wo ihr nochmal die Originalvertonung habt. Vielen Dank, dass ihr euch das auch bei mir nochmal angeschaut habt und dass ihr quasi auch nochmal so ein bisschen nachvollziehen wolltet, wie mein Gedankengang dabei war. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.